Nur drei Tage nach der Niederlage im Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin empfängt die SG Flensburg-Handewitt den HC Erlangen, gegen den die Flensburger in der Bundesliga noch nie verloren haben. Das soll aus Flensburger Sicht logischerweise so bleiben. Lukas Jürgensen eröffnet diesen Abend, der eine Reaktion sein soll auf das Spiel in Berlin. Zunächst aber schleichen sich viele Fehler ein auf beiden Seiten und Erlangen weiß das mit Tempo zu bestrafen. 3:1 führen die Mittelfranken, da sind noch nicht einmal 9 Minuten gespielt. Flensburg braucht ein wenig, um reinzukommen, hat dann aber vor allem Kevin Möller hinten im Tor. Simon Jeppson findet Tim Zechel, Endstation Kevin Möller. Und mit ihm im Rücken kommen die Flensburger besser rein in dieses Spiel. Erlangen hat Probleme, hat die Chancen vorne, aber nutzt sie nicht. Und Flensburg macht vor, wie es besser geht. Lasse Möller macht vor, wie es besser geht. Klasse Abend vom Dänen, 8 Tore aus 9 Versuchen stehen am Ende auf dem Statistik. Und Erlangen wankt in dieser Phase, die beste der Flensburger ist in diesem Spiel bislang. Vor allem von Lasse Möller. Der kann gefühlt machen, was er will. Die Gäste stehen nur Spalier und schon steht's +5. Und es geht weiter nur in eine Richtung. Und vor allem immer wieder über Lasse Möller. Er kann werfen, von wo er will. Fast jeder Wurf von ihm ein Treffer. Und hinten steht immer wieder Kevin Möller, der das Spiel quasi in dieser Phase schon vorentscheidet. Lukas Jürgensen ist nicht nur Kreisläufer, sondern kann auch Tempo-Gegenstöße hervorragend im Netz veredeln. Ihr seht's, der Vorsprung von Flensburg wächst und wächst wieder. Lukas Jürgensen, gefühlvoller Heber über Klemen Verlin. Zweiter Durchgang. Erlangen jetzt von links nach rechts. Eine Szene mit Symbolcharakter auch. Den 7 Meter von Simon Jeppson kann Kevin Möller entschärfen. Schon im ersten Durchgang hatte er 2 von Christoph Steinert. Aber Erlangen steckt den Kopf nicht komplett in den Sand. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Nico Büdel verkürzt noch einmal. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen es die Gäste im zweiten Abschnitt besser. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer wieder Lasse Möller. Lasse Möller vorn, Kevin Möller hinten. Lukas Jürgensen ist auch zu nennen, der einen überragenden Abend erwischt mit 11 Toren aus 11 Versuchen. Püttlik, Möller und dann funktioniert sogar der Kemper. Mats Menser auf Johann Hansen. Flensburg holt sich die Sicherheit zurück, die im Spiel gegen Berlin teilweise gefehlt hatte und auch hier ja in der Anfangsphase. Und der HC Erlangen, zwischen dem wichtigen Sieg gegen Lemgo und dem nächsten bedeutsamen Heimspiel kommenden Freitag gegen den HSV Hamburg, bleibt in Flensburg allerdings weiter ohne zweifaches Punkteerlebnis. Taito Einarsson nochmal, die weiße Weste von Flensburg bleibt bestehen. 11. Heimspiel in dieser Saison, 11. Sieg. Steinert nochmal an den Pfosten und dann wird Taito Einarsson auf dem Weg zu Tor Nummer 33 gestoppt. Verdienter Sieg für Flensburg gegen Erlangen.